Hallo meine lieben Leute, euer BlueXHuman wieder am Start und herzlich willkommen zurück zum vorletzten Part von 8 Jahre Mario Maker Celebrations. Und wir haben jetzt ein Level von Samphis und er hat das Level gebaut, Escape from Shroom Manor. Ich denke mal, das ist ein Puzzle-Level. Mal gucken, der Rekord ist auf jeden Fall recht hoch und wir sind immer noch tot. Ja gut, dann bekommt jetzt Toad die Chance, diesen Abschluss zu kriegen. In diesem Puzzle-Level, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das andere Level noch weiter gemacht habe, aber ja. Man muss ja nicht jedes Level spielen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verkackt habe oder ob das einfach nur schlecht gebaut ist. Aber keine Ahnung, ey. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr merkwürdig gewesen. Naja, vielleicht habe ich in der Zukunft da nochmal einen Blick drauf geworfen. Aber ja, ansonsten lasse ich es einfach mal so stehen. Und wir kümmern uns jetzt hier um dieses Level, was ziemlich gut ist. Und ja, mal gucken, solange wir immer schön irgendwas öffnen können, bin ich glücklich und Toad auch. Und ich hoffe, ihr auch. Und ja. Und bisher macht es jetzt noch nicht so den puzzellastigen Eindruck. Bisher ist ja noch alles schön in einem Weg. Das ist gut. Das ist gut. Und jo. Ja, der Bodenbu. Oh, ich mag Bodenbus nicht. Ja, jeder, der mir zuguckt, der weiß, dass ich Bodenbus nicht mag. Aber sie existieren nun mal leider. Und solange sie mich nicht treffen, habe ich auch nichts dagegen. Sehr. Hätte ich hier nicht schon von Anfang an hin können? Nee, ne? Nee, hätte ich nicht. Okay. Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, den ersten Abschnitt geschafft. Jawohl. Und wir kriegen jetzt wahrscheinlich einen Redcoin-Abschnitt. Und hier ist schon mal ein Secret. Alles klar. Oder sind die Redcoins Bonus? Das ist halt die andere Frage. Aber ich denke mal, wir brauchen die jetzt. Okay, hier muss ich klein werden. Wo werde ich klein? Ja, aktiviere ich denn schon? Nee, noch nicht, noch nicht. Erstmal gehe ich mal hier hin. Und guck mal, was es hier gibt. Ein Trampolin. Hier kann ich in der Tür. Hier kriege ich das Trampolin? Nee, erst wenn ich den On-Off-Switch aktiviere. Alles klar. Dann gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Aber hier brauche ich das Trampolin. Und ich muss klein sein. Okay. Gut, dann ja, aktivieren wir den On-Off-Schalter. Ganz simpel. Und dann können wir hier uns erstmal das Trampolin gönnen. Oder auch nicht sofort. Jetzt müssen wir den Schalter wieder drücken. Und dann wieder zurückkommen. Und dann nochmal dahin gehen. Okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht so mein Fall vom Level-Design her, aber hey, wir haben ein Trampolin und ich will nicht meckern. So, die Frage ist, kann ich hier wirklich nicht durch? Ich glaube nicht, ne? Nee. Muss erst klein werden. Ja, ich muss klein werden und hallo leben. Aber wir gehen mal durch die Tür. Wir gehen mal durch die Tür und dann schauen wir mal, was da uns erwartet, aber da können wir auch nicht rein. Gut, dann gehen wir halt erstmal nicht durch die Tür, dann gehen wir erstmal hier entlang. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, das wird das Video sein, was noch einen ganzen Part füllt. Garantiert. Okay, hier komme ich nicht hin. Okay, ich muss irgendwo klein werden, Leute. Irgendwo muss ich klein werden. Aber ich weiß nicht, wo. Nee, hier kann ich nicht rein. Okay, wo kann ich klein werden? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Hier nirgendwo klein werden. Oh, gibt es jetzt schon wieder irgendwas, was ich nicht sehe? Aber ich habe das Gefühl, dass es hier anders ist. Oder ja, ich kann in die Tür, aber ohne Trampolin. Okay. Das sollte gehen. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Und ja, von daher machen wir das auch. Oh Gott. Okay, ein ewiges Hin und Her.
Aber wir kommen voran. Das ist die Hauptsache. Und den können wir erstmal wegmachen. Okay, jetzt können wir da als großer Toad durch. Kann ich hier rein? Kann ich hier hoch? Nee. Da brauche ich auch das Trampolin dafür. Alles klar. Wie kann ich irgendwie klein werden jetzt? Ist hier irgendwo ein Bodenbu? Oder irgendwas? Ich hab doch da oben irgendwas gehört, oder? Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, okay. Aber wir brauchen das Trampolin, denke ich. Ja, okay, wir holen das mal. Oh, oh mein Gott. Okay. Ja, das Level, ich weiß nicht. Taugt mir jetzt auch nicht so. Zumindest dieser Abschnitt. Aber vielleicht wird er ja noch besser. Mal gucken. Wir holen mal das Trampolin. Genau. Wir können das... Ja doch, wir können das Trampolin mitnehmen. Ja, wir hätten das wahrscheinlich schon die ganze Zeit mitnehmen können, oder? Oh nee, nee, hätten wir nicht. Weil da unten war ja noch der Block, den wir zerstören mussten. Aber jetzt können wir das Trampolin sehr wohl mitnehmen. Okay, wir kommen voran. Wir kommen voran und das ist gut. Das ist die Hauptsache, ne? Die Hauptsache ist, dass wir vorankommen. So, jawohl. Wobei, jetzt geht das Trampolin hier runter, aber... Wobei, das macht nichts. Ich drücke einfach den Schalter zweimal. Genau, das Trampolin ist unten und jetzt haben wir es auf der Seite. Oh mein Gott. Wir haben es gelöst. Sehr schön. Und hier ist der Bodenbu. Und den berühren wir doch gerne. Oh yeah. Jetzt können wir eigentlich alle anderen Coins sehr leicht holen, oder? Ich denke schon. Oder werde ich hier noch irgendwo blockiert? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, jetzt muss ich hier nochmal den Schalter drücken. Ich verstehe. Gut, gut, gut. Aber machen wir doch. Und dann können wir direkt in die Schlüsseltür. Und jetzt muss ich hier groß sein. Wait. Ich hoffe, das despawnt nicht, wenn ich es hier hin tue. Das müsste gehen, ja. Ja, deswegen ist auch hier der... Ist auch das hier angegeben. Ja, aber ich muss hier... Der Pilz ist der despawnt. Okay. Oh, oh mein Gott. Oh, die sind jetzt gelaufen. Scheiße. So, jetzt muss ich den Pilz hier rausholen, ne? Aber wenn ich den jetzt nehme, dann ist er tot. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht, Leute. Ich werd's sterben. Ja, ich muss hier von unten das Trampolin dann auch holen. Ja, das ist wieder so ein Gimmick, ne? Ja, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Muss ich gestehen. Dann muss ich von der anderen Tür wiederkommen. Ich brauche ja hier das Trampolin. Ich kann das hier nur ablegen, wenn ich klein bin. Na gut, wir sehen uns gleich wieder und mal gucken, ob ich dann die Lösung habe. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Jetzt muss ich sie nur noch richtig ausführen. Kann ich hier das Trampolin hin platzieren? Ja, das müsste gehen. So, jetzt geht der Pilz nämlich da raus. Okay. Sehr schön, aber jetzt ist das Trampolin weg. Gut, theoretisch ist es jetzt da unten wieder. Denke, ich kann das holen, ohne dass alles despawnt. Bitte? Okay, nice. Okay. Jawohl, oh mein Gott.
Ja, es ist nicht einfach. Definitiv nicht. Aber wir haben es gelöst. Perfekt. Das Trampolin lassen wir mal hier. Oh mein Gott. Und mal gucken, was jetzt noch kommt. Wahrscheinlich der dritte Abschnitt. Nicht einfach hier, aber cooles Rätsel. Cooles Rätsel. Okay. Muss noch Ausschau halten nach einem Kuchen. Der könnte hier sein. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Der könnte überall sein, der Kuchen. Ja, ich sag immer noch Kuchen, ne? Aber es sind ja eigentlich Ballons mittlerweile. Hier hoch, ja. Wir machen mal alles kaputt hier. Das aktivieren wir. Jawohl. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Weil sonst holt uns T-Boos ein. Und Bodenboos zu töten, das ist doch schön. Jawohl, das ist sehr gut. Eine Genugtuung fürs Nerven. Okay, jetzt muss ich hier klein werden. Na, warte. Nee, ich kann da nicht raus. Okay. Na, den Leveln geht das. Aber hier leider nicht. Und jetzt habe ich hier ein Problem mit dem Boost. Aber ich hoffe, die stören mich noch nicht. Nee, die sind genau richtig. Perfekt. Okay. Oh, das ist die Flagge. Ah, hier ist schon das Ziel. Okay, aber hier muss doch irgendwo noch eine Abzweigung sein, oder? Oder? Okay, ich hab jetzt hier nicht mit dem Ziel gerechnet. Muss ich gestehen. Aber ja, den Ballon werde ich euch wieder reinschneiden, würde ich sagen. Denke mal, das Level hat einen ganzen Part gefüllt. Vielen Dank für eure Daumen hoch und wir sehen uns dann im letzten Part wieder. Macht's gut. Bis dann, euer Blüxtu und ciao.